Hallo zusammen, heute geht es nicht um den Gratter, aber die Ereignisse überschlagen sich im Gratter-Game. Morgen wird es sicher wieder ein Video über Gerd geben. Aber in dem heutigen Video geht es um Martin Schreiber, über einen obdachlosen Livestreamer, der mit einem Einachser mit 6 km/h Zulassung der Marke Hako die Gegend unsicher macht. Er hat außerdem 2 Hunde, die auch auf dem kleinen Hako-Anhänger mitfahren dürfen. Der Anhänger hat so einen Planen- oder Zeltaufbau, in dem Martin mit Hunden bei jeder Temperatur nächtigt. Ursprünglich wollte er mit dem Gefährt nach Mallorca auswandern. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, zum einen, weil es die 6 km/h Zulassung nur in Deutschland gibt und er hatte auch einen Platten. Das tut jetzt aber nichts mehr weiter zur Sache. Er versucht gerade einen Verein zu gründen, der sich gegen Mobbing richtet. Für den er gerade Vorstandsmitglieder sucht. Ich habe ihn in der Vergangenheit sehr unterstützt, was ich aber in Zukunft nicht mehr machen will. Ich habe ihn zum Beispiel einen Discord-Server erstellt, der leider mittlerweile komplett tot ist. Weil Martin den Server, von dem ich die Besitzansprüche an ihn übertragen habe, komplett ignoriert. Auf Privatnachrichten auf Discord antwortet er überhaupt nicht mehr, was aber für mich und viele andere Zuschauer ein Schlag in die Magengrippe war. Ist, dass er die Streaming-Plattform von YouTube zu TikTok gewechselt hat, weil für ihn Zuschauer auf TikTok offenbar mehr wert sind als die YouTube-Zuschauer, oder zumindest hat er die Plattform gewechselt, weil er auf TikTok mehr zu sehen hatte. Aber meiner Meinung nach kann man auf dieser Plattform keine eigene Reichweite aufbauen, zumindest keine natürliche, die einschalten wegen dem Mobbingverein oder weil sie Martin toll finden. Ich finde das Wechsel seiner Stammplattform und dass er sich nicht um den Discord-Server gekümmert hat sehr frech und arrogant. Die meisten von euch würden auch nicht aktiv sein auf einem Server, wo das Oberhaut alles komplett ignoriert und nicht einen Diskurs fördert. Das war es, euer Frank. Über ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich sehr freuen.